Ja, Leute, wir sind Davik doch quasi ins Netz gegangen. Also wir wollten eigentlich mit Davik nichts zu tun haben, aber wir sind jetzt in seiner Behausung untergekommen und er denkt, wir würden mit ihm zusammenarbeiten und wir dürfen uns hier aufhalten und irgendwie im Bereich der Sklavenquartiere. Aber wehe, er erwischt uns außerhalb, dann geht's nicht gut aus mit uns. Und ich glaube, eine Sache konnten wir mit dem Candorus, wenn er denn nun... Ja, was liegt an? Eine Sache könnten wir noch mit ihm reden. Über diese Welt haben wir mit ihm gesprochen. Ich frage mich, ob ihr irgendwelche interessanten Geschichten gehört habt. Ihr wollt Geschichten von meinen Taten hören? Welche Kriege ich gesehen und gefochten, welche Feinde ich eigenhändig besiegt habe? Na, wenn ihr unbedingt wollt. Ich bin Candorus vom Mandalorianer-Clan der Ordo. Ich kämpfe nun schon seit 40 Jahren eurer Zeitrechnung überall in der Galaxis. Unser Volk ist fixiert auf Ruhm und Ehre in der Schlacht. Nur durch den Kampf können wir unseren Wert beweisen, Anerkennung finden und ein Vermögen machen. Oh ja. Mandalorianer, so. Ihr arbeitet ihr deshalb als Söldner? Haben die Mandalorianer deswegen die Republik angegriffen? Die Mandalorianer zerstören Welten der Ehre wegen? Vielleicht beim nächsten Mal. Ich meine, na gut, ich frag mal die Nummer 2. Die Sith machten uns ein verlockendes Angebot. Gegen einen würdigen Gegner zu kämpfen in einer Schlacht, an die man sich für alle Zeiten erinnern werde. Sieg oder Niederlage, solange der Kampf sich lohnt, wird uns Ehre zuteil. Der Ruhm, aus aussichtsloser Position über einen übermächtigen Gegner triumphieren zu können, treibt uns an. Wenn nichts auf dem Spiel steht, euer Reichtum, euer Leben, eure Welt, dann ist die Schlacht bedeutungslos. Wir Mandalorianer nehmen alles, was wir sind, mit und werfen es in den Kampf. Das ist die wahre Prüfung des eigenen Ichs. Der Kampf gegen den Tod, gegen das Vergessen. Oh, arbeitet ihr deshalb als Söldner? Die Zeiten haben sich geändert. Die Mandalore-Clans haben sich quer über den äußeren Rand verstreut. Die Republik ist im Niedergang begriffen und das Sith-Imperium nimmt ihren Platz ein. Die Clans sind keine Bedrohung mehr, aber die Galaxis fürchtet uns noch immer. Die Leute glauben, wir führten Krieg aus Bosheit oder Blutdurst. Sie verstehen nichts und fürchten sich. Aber wir wollten nur die Herausforderung der Schlacht und den Ruhm, der daraus entsteht. Sieg oder Niederlage? Wir haben verloren. Doch nun habe ich keine vernünftigen Herausforderungen mehr. Daviks Feinde zu besiegen und diese jämmerlichen Banden aus der Unterstadt von Taris im Zaum zu halten, sind nicht gerade die ruhmreichsten Aufgaben. Wenn ich an die Schlachten denke, in denen ich kämpfte, die unzähligen Feinde, die ich besiegte, oder die Welten, die ich niederbrannte, dann traure ich um meine Vergangenheit. Wir sollten darüber kein Wort mehr verlieren. Wir haben noch einiges zu erledigen. Lasst uns anfangen. Na schön, neuer Tagebucheintrag. Das ist aber irgendwie... Ups, Tagebuch wollte ich eigentlich. Candorus. Candorus hat dir von sich erzählt. Er sprach von der großen Kriegen und den Kämpfen seines Volkes und wie er gezwungen wurde, auf eine abgelegene Welt für Davik zu arbeiten. Er scheint es zu bedauern, überhaupt darüber gesprochen zu haben. Vielleicht solltest du ihn später noch einmal darauf ansprechen. Okay. Ja, jetzt sind wir natürlich hier und wissen nicht. Normale Tür. Einfache Sicherheitstür. Einfache Sicherheitstür. Normale Tür. So, woher wissen wir denn jetzt, wo wir hin dürfen, lieber Davik, und wohin nicht? Das hier, dieses Zeichen hier, sieht irgendwie schlagend, sieht irgendwie komisch aus. Ich, ja, ich fange mal hier an. Keine Ahnung, Leute. Wenn es geht. Ah, sie ist zu, okay. Oh. Kampfmodus aktiv. Nein, 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 nein. Angriff abbrechen, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich gucken, ob sie aufgeht. Offensichtlich nicht. Wie, kann ich mich jetzt nicht bewegen oder was, weil ich mal schon mal im Kampfmodus war? Ich lade mal. Achso, jetzt aber. Nein, jetzt aber. Einfache Sicherheitstür. Ich weiß nicht, warum man gegen die Tür in den Kampfmodus wechseln kann. Oh, oh, oh. Normale Tür.
Das ist ein Thronsaal. Hä? Ist das der Thronsaal vom Davik? Also für so hätte ich ihn jetzt nicht gehalten. Für so... Ja... Wie nennt man das, wenn jemand einen Thronsaal hat, einen eigenen? Puh. Ich guck mal hier hin. Ich bin verwirrt, Leute. Ich weiß nicht, wo wir sind und... ja, das wollte ich eigentlich gar nicht. Kopfgeldjäger. Hier ist es. Ist jetzt ein Alarm losgegangen? Hier ist es. Hier ist was? Ich will doch jetzt nur die Startcodes von der Eben Hawk haben. No. Also Leute, ich bin verwirrt. Nee, ich will nicht abbrechen. Oh, das war cool, Miata. Greifst du den an, Miata? Bitte? Kracht das genug? Okay. Okay. Erste Hilfe. Okay. So. Ja, Leute, ich weiß es nicht. Tagebuch. Fluchtfontane. Es könnte. Brauchst du nur noch einen Codes? Ja, das heißt, wir müssen jetzt einfach alles durchsuchen nach den Codes oder wie? Oder what? Oh, was ist denn hier? Das sind irgendwie so sehr komische Gänge und vor allem auch dieser Thronsaal. War jetzt sehr sonderbar. Okay. Wissen Sie, irgendwie hinterm Thronsaal, oder? Normale Tür. Da geht's, glaube ich, jetzt... Hier... Normale Tür? Hallo, normale Tür? Wache. Und noch eine Wache. Okay, Leute, da sind wir dann aber doch mal gut genug, um gegen die bestehen zu können. Und das ist doch ganz gut. Sicherheitsterminal. Was können wir denn hier machen? Sicherheitscodes. Was brauchen wir? Eine Computersonde. 6 Stück. Mache ich mal noch nicht, weil ich nicht glaube, dass der Candorous, der Davik seine Codes hier irgendwo gespeichert hat, sondern der wird sie irgendwo in einem Safe oder so haben. Schon wieder? Okay. Jetzt muss ich mal auf die große Karte gucken, kurz. Wir sind einmal hier rum. Was ist das? Gewürzlabor. Aha. Thronsaal, tatsächlich ist es ein Thronsaal. Dann gehen wir doch mal da rein. Okay. Gewürzlabor. Halt, hier liegt noch Überreste. Ist das hier das Gewürzlabor? Ach, das hier ist das Gewürzlabor. Weiß nicht, wozu der Davik ein Gewürzlabor braucht, Leute. Ich zeig's dir.
Warum greifst du nie den an, den ich dir sage, Neata? Das ist echt komisch. Ihr seid erledigt. Also sollte man der Meinung gewesen sein, Leute. Hallo, würdest du den bitte angreifen? Sollte man irgendwie der Meinung gewesen sein, dass hier kein richtiges Star Wars-Feeling aufkommt, Leute? Puh, ich glaube, das Spiel hat den, der sowas behauptet, hier gerade Lügen gestraft. Weil hier geht's mal richtig ab. Hier, jetzt bin ich in Daviks Behausung mal richtige Schlachten geschlagen. Da kommen wir nicht rein, nehme ich mal an. Ne, da bräuchte ich T3-M4. Oh. Oh. Ah. Anders gewollt. Genau. Folterdruiden. Da wird jemand gefoltert. Na, wie war das? Na, sehr wie gut, war Karf. Na, wie war das? Ja, der Candorus könnte aber auch noch besser ziehen. Jawohl. So. Niata, stehst du bitte auf? Jawohl. Bereit. Ja, ich gebe dir jetzt mal ein Medi-Kit. Jawohl. Noch eins. Niata hat einen Stufenaufstieg, aber das machen wir gleich. Stufenaufstieg automatisch. Jawohl. Und denn ich glaube, dann ist unsere Lebensenergie auch wieder voll geladen. Jawohl. Käfigschalter. Halt. Ich wollte erstmal mit ihm reden. Ihr habt ja keine Ahnung, wie fürchterlich der Folterkäfig ist. Ich weiß nicht, wie viel ich noch ertragen hätte, bevor ich wahnsinnig geworden wäre. Ja, nicht wahnsinnig werden. Ich konnte euch nicht einfach leiden lassen, da ihr jetzt frei seid. Wie wäre es mit einer Belohnung? Nein, ich konnte euch einfach nicht leiden lassen. Ich kann euch leider keine Belohnung für meine Befreiung geben. Nichts Greifbares auf jeden Fall. Aber ich verfüge über Informationen, die ein Vermögen wert sein können. Ich war der Pilot der Aben Hawk, Daviks Flaggschiff. Ich kenne die Codes, um das Sicherheitssystem des Schiffs zu deaktivieren. Ich speichere sie in eurem Datapad. Ihr könnt die Codes benutzen, um die Aben Hawk direkt aus dem Hangar zu stehlen. Verkauft sie an den Höchstbieter. Gebt sie Davik für ein Lösegeld zurück. Was immer ihr damit macht, ihr werdet tausende Credits verdienen. Leute, ich würde mal sagen, Volltreffer. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Fragen? Bitte, ich habe euch doch bereits die einzigen nützlichen Informationen gegeben, über die ich verfüge. Lasst mich einfach hier verschwinden, bevor Davik etwas merkt. Ihr seht besser zu, dass wir... Okay, gut. Ihr könnt gehen. Es wird nicht lange dauern, bis Davik herausfindet, dass ich frei bin. Ich muss vorher aus der Basis verschwinden. Dann aber mal hurtig. Wir haben, was wir wollten. Wir sollten gehen. Neuer Tagebucheintrag. Wahrscheinlich sagst du uns jetzt, finde den Dingsbums, den Hangar. Du hast die Codes, um das Sicherheitssystem für Aben Hawk zu deaktivieren. Geh jetzt schleunigst an Bord, bevor es zu spät ist. Ja, jetzt müssten wir natürlich, welche Überraschung, wissen, wo der Hangar ist. Wo sich der Hangar versteckt. Ich hoffe nicht hinter einer Sicherheitstür. Das hier ist der Thronsaal. Vielleicht müssen wir ja in die Richtung. Nee. Wache. Greifst du bitte die Wache an? Danke. Dafür lohnt es sich zu leben. Oh, Candorus. So. Was tust du denn da? Okay, wir können uns zum Glück noch bewegen. Okay. Okay. Normale Tür?
Mach schon. Jawohl. Sehr schön. Okay. Selbst die Droiden rufen so wie die Menschen. Oha. Da sind wir wieder gefragt. Das ist bestimmt ein Aufzug, Leute. Leichte Splittermine. Ja. Wenn du denkst, dass uns das abhält. Vorräte. Oh. Okay. Nehmen wir. Oder ist es kein Aufzug? Es ist einfach nur eine Abstellkammer. Okay. Ich hatte ja gehofft, es ist mehr als nur eine Abstellkammer. Und jetzt, wo war ich noch nicht? Hier in der Ecke. Aber ich glaube, das war eine Sicherheitstür, oder? Was ist das hier? Hangar. Aha, danke für diesen Kartenhinweis. Runter. Ah, okay. Also hier lang. Ich bin ja gespannt, wann der Davik jetzt alles mitkriegt, was so in seinem Laden hier passiert. Okay. Hier lang. Hangartür, groß und breit steht's hier dran. Ach nee, oder? Brauche ich jetzt eine Konsole, um das zu entsperren, das Hangartürchen? Karth, wo bist denn du eigentlich? Kathi? Ach, da ist er. Okay, schauen wir mal, ob wir das hier über dieses Sicherheitsterminal machen können. Zugangskarte verwenden. Bewachungskammer greife auf Systembefehle zu. Sicherheitstüren öffnen, alle. Hangar-Sicherheitssystem deaktivieren. Habe ich das jetzt schon? Sicherheitstüren öffnen. Ich weiß nicht, ob ich das noch brauche. Ich gehe mal raus, Leute. Und guck mal, ob das jetzt gereicht hat. Ich habe mal das Hangar-Sicherheitssystem deaktiviert. Muss ich? Hier sind noch Überreste. 13 Credits, die müssen auch mit. Ja. Diese verfluchten Sith-Schweine! Sie bombardieren den ganzen Planeten! Ich wusste, sie würden uns früher oder später angreifen, aber... Oh, schau mal an. Was haben wir denn da? Diebe im Hangar! Ihr wolltet also mein Schiff für eure Flucht stehlen und mich hier verrotten lassen, während die Sith diesen Planeten in Staub verwandeln? Tut mir leid. Daraus wird wohl nichts. Ich kümmere mich um sie, Davik. Darauf habe ich schon lange gewartet. Macht kurzen Prozess, Kello. Die Sith meinen es ernst. Wenn wir nicht bald in die Schiffe kommen und hier verschwinden, werden die uns mit ihren Bomben alle erledigen. Okay. Ich betäub den mal, wenn ich kann. Aber nur, wenn ich kann, Leute. Irgendwie. Okay, Lo. Lass es krachen. Greifst du den auch noch? Und wenn ihr mir 100-mal überlegen seid, wenn ich gehen muss, dann geht ihr alle mit. Dieser Thermaldetonator reißt uns alle in Stücke. Los, weg hier. Verdammte Sith! Die lassen uns den ganzen Hangar um die Ohren fliegen. Nein! Nein! Ah! Okay, Leute. Dann würde ich jetzt mal sagen, nix wie an Bord der Ebenhawk. Ebenhawk besteigen. Los geht's. Willst du auf die Ebenhawk? Ebenhawk betreten. Lasst uns das Schiff hochfahren. Nehmen wir den Rest eurer Freunde auf und verschwinden von diesem Planeten.